Also ich hatte schon einen Tauchschein gemacht vor Jahre vorher irgendwo in Ägypten. Also ich würde mich jetzt nie trauen, ich habe es schon gesagt, ich würde mich nie trauen zu tauchen. Ich würde mich nie trauen zu schwimmen. Ich bin doch, wenn ich da oben so rumpaddel. Ja, aber da hast du ja eine Weste an, dir kann ja nichts passieren. Ja, und was juckt dem Hai, ob du eine Weste an hast? Ja, was juckt es den Hai, wenn du tauchst? Da ist eine Flasche dran, die ist voll hart. Ja, und? In der heutigen Folge geht es um Langstreckenflüge mit Kleinkindern, Urlaub auf den Malediven, kann man das empfehlen oder kann man es lassen? Über Kinderfreundschaften, über unsere Glücksmomente des Monats. Und um unser alltägliches Leben als Mamas. Genau. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum A&O, der Podcast, der für euch eine beste Freundin, ein Kummerkasten, ein liebevoller Kritiker und Supporter sein soll. Wir sind Anahita und Olivia, zwei beste Freundinnen. Wir nehmen euch mit durch unser ganz normales, ungefiltertes Leben als Mama und Frau. Wir sind kein Ratgeber-Podcast, sondern eher eine virtuelle Selbsthilfegruppe, in der sich jeder aufgehoben und respektiert fühlen kann. Viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es startet wie immer mit einem klassischen Kaffeeklatsch. Lang ist es her. Ja, tatsächlich. Oder? Richtig lange. Ja. Also es gab zwar jetzt letztens, glaube ich, da haben wir auch über Schnuller geredet. Stimmt, also der Kaffeeklatsch ist wirklich lange her. Ja, jetzt kommt so ein richtiger Klassiker. Ja. Was geht so? Jetzt kommt so ein richtiger Klassiker und dann, ganz so nichts passiert. Ja. Ende. Schön, dass ihr da wart. Nein, Anahita war im Urlaub. Ja, ich war im Urlaub. Wir waren tatsächlich 15 Tage auf den Malediven. Wir waren, glaube ich, noch nie so lange zusammen im Urlaub. Das ist tatsächlich unser längster Urlaub gewesen, weil eigentlich waren ja 3 Wochen geplant. Das hatte Jörg mir im Herbst versprochen. Und wie froh bist du, dass du nicht 3 Wochen gehabt hast? Ja, ich bin so froh, oh Gott. Wir hatten eigentlich geplant 3 Wochen und wollten halt dann eigentlich irgendwo hin, wo man weiter wegfliegt, dass es sich halt auch lohnt und dann vielleicht auch so einen Hotelwechsel machen. Wir hatten dann auch mal so Thailand im Kopf oder so und dann verschiedene, also Koh Samui und Phuket oder so hatten wir im Kopf. Aber irgendwie haben wir dann auch da nicht so ein Hotel gefunden. Und dann stand eben, wie gesagt, zur Auswahl Malediven oder Dubai. Und Jörg wollte unbedingt nach Dubai. Aber wir waren ja, also ich mag Dubai, ich persönlich, auch wenn viele sagen, das ist so voll die künstliche Stadt. Ja. Ja, das ist aber, was du bei Dubai. Aber halt schöne künstliche. Ja, was du halt sagen musst, du hast einfach super Hotels. Das Personal ist abartig lieb. Du hast absolute Wettersicherheit. Es regnet eigentlich nie, es windet nie. Dann keine Kriminalität. Ja, Sauberkeit, ja. Keine Kriminalität, was beim Jörg auch immer ganz oben steht. Warum auch immer. Und das Essen ist halt einfach auch immer super lecker. Aber was ich halt einfach finde, Dubai ist so die letzten Jahre ist schon echt auch sehr, sehr teuer geworden. Und jemand, also der sich das und dann haben sie sich gedacht, geh mal auf die Malediven. Nein, würde ich als Alternative sagen, ist Abu Dhabi eben wirklich super, weil Abu Dhabi zahlt ja wirklich ein Drittel oder ein Viertel und ihr habt eigentlich das Gleiche. Vor allem diese Sadinat Island, da der Strand. Genau, nee, und dann hatte ich halt vorgeschlagen Malediven, weil ich war noch nie auf den Malediven und ich habe gesagt, wenn wir jetzt mal schon so Zeit haben, länger in Urlaub zu gehen, dann brauche ich nicht 2 Wochen nach Dubai, weil nach Dubai kann ich auch für eine Woche oder für 5 Tage, weil man ja nicht so lange fliegt, sondern würde ich dann lieber gerne halt weiter weg. Wie es mit Malediven aussieht, dann haben wir auch ein Hotel gefunden, das wirklich schön war, das auch eine Kooperation mit mir gemacht hat. Das heißt, dass wir einfach da auch einen guten Rabatt bekommen haben und im Endeffekt hätten wir das gleiche Geld für Dubai und für also den gleichen Preis gezahlt. Und dann hat Georg gesagt, ich darf entscheiden und dann habe ich mich natürlich für die Malediven entschieden. Und wir haben dann eben gesagt, 15 Tage gebucht und ich habe noch so rumdiskutiert, wir können doch auch 3 Wochen und keine Ahnung, ich gehe keine 3 Wochen auf die Malediven. Was macht man da 3 Wochen? Und ja, ich bin ihm so dankbar. Weil, also Gott sei Dank sind unsere Männer so vernünftig. Wirklich, also es war meine erste Erfahrung mit den Malediven. Ich glaube tatsächlich, es kommt wirklich auf die Inseln an, also so was das Schnorcheln angeht, was die Umgebung angeht und auch was so der Flair angeht, was die Riffe angeht. Vielleicht aber auch so an sich, was die Preise im Hotel angeht. Das kann ich jetzt nicht 100% beurteilen. Ich kann es nur für unsere Insel sagen. Das Hotel war mega, mega schön, also wirklich High-End. Aber trotzdem steht dieses Hotel, finde ich, Preis-Leistung 0,0 im Verhältnis. Also wir haben ja wirklich schon 50% bekommen und das ist eigentlich schon zu viel, was wir jetzt dann trotzdem gezahlt haben. Wenn ich überlege, wir hätten einen Originalpreis gezahlt. Also sorry, ich hätte mich... Jahresgehalt. Ja, ich hätte jeden Tag, also es steht einfach in keinem Verhältnis. Und dazu kommt die Insel, die war super, super groß, was glaube ich für die Malediven auch nicht so typisch ist. Also allein schon der Hauptpool, der ist glaube 150 Meter lang gewesen. Und man kam von A nach B einfach alles nur mit dem Fahrrad.
Ja. Und ich habe mir, also ich fand es voll schön, mich hat es auch so voll an Florida erinnert, also so dieses Island Life, das ist ja voll meins. Und sonst war bisher war auch der schönste Ort, an dem ich war, Florida oder auch Tulum. Also ich finde Tulum auch mal mega, mega schön. Und das, die Malediven haben mich auch an Tulum erinnert, weil es auch so in den Dschungel, also nicht Dschungel, aber in den Palmen. Sehr grün. Ja, keine Wir hatten Wüste. Auch eine Beachvilla. Die Beachvilla war halt in den Palmen gebaut und dann so unseren eigenen Strand, der war so weiß, das, also der Sand und sowas in Tulum damals auch. Ich fand es auch mega schön, aber wie gesagt, die Insel war ein bisschen groß und was ich halt einfach sagen muss, wir waren ja 15 Tage und so nach am 9. Tag habe ich halt so gedacht, okay. Was mache ich jetzt? Ja, ich freue mich jetzt auch auf zu Hause. Dazu kommt halt, dass auf der Insel jetzt nicht super viel geboten war. Also es war jetzt nicht wie so ein Robinson-Club, wo man, keine Ahnung, mega viele Sportmöglichkeiten hatte. Also es gab ein Fitnessstudio, aber da waren 5 Laufbänder drin, das war's. Und auch relativ klein und auch nicht irgendwie eine schöne Aussicht oder so. Ja, das dann, machen die typischen Malediven-Urlauber, die gehen jetzt da nicht hin, um ja, dann... Schon, ja, aber dann zum Beispiel zum Schnorcheln. Also ja, wir ja. sind... Zum Beispiel, wenn wir konnten nicht von uns, also wir konnten schon rauslaufen, dann schnorcheln, aber du musstest ewig und da kam einfach nichts. Also es war einfach nur grau. Halt es war einfach nur Sand und grau. Also ja. ich habe nicht mal Fische gesehen, nicht mal so ein Hai oder so, gar nichts. Also ja. ein Babyhai. Und deshalb haben wir eine Schnorcheltour am Hotel gebucht. Also es musste man quasi extra dazu buchen. Und extra kostet bezahlen. $150 pro Person, ja. Und ich wollte es halt, Jörg wollte mich machen, ich habe gesagt, ich zahle es, weil ich halt unbedingt, wenn ich gesagt habe, ich bin auf den Malediven, dann will ich das jetzt auch gemacht mitnehmen. Haben. Ja. So, dann sind wir schnorcheln gegangen und es war auch eine schöne Erfahrung, vor allem, wenn Max ja auch geschnorchelt ist. Aber ich war voll, also wir haben auch Fische gesehen, auch so bunte Fische habe ich auch, was heißt bunte Fische? Ich habe blaue mit so diese... Dori. Ja, genau. Ja. Die habe ich gesehen. Doktorfische heißen die. Genau, die habe ich gesehen und so schwarz-weiße habe ich gesehen. Zebrafische. Und, ja, genau, ja. so in Schwärmen. Aber das war es halt. Also ja. ich habe keinen Rochen gesehen, gar nichts. Und wo ich richtig enttäuscht war, ich dachte immer, es ist unter Wasser so, ich bin voll naiv, gell? Ich dachte, es ist voll bunt. Ja, aber weißt du was? Es ist einfach nur weiß. Nee, es war bunt. Aber mir haben voll viel geschrieben, dass ich anscheinend einfach am falschen Atoll war. Das kann schon sein, dass ja auch je nach Wind oder je nach Jahreszeit haben die ja eine unterschiedliche... Ach, wie heißt das? Winde, wo dann auf der einen Seite ja, vieles war es bei uns halt echt grau. Und kann aber auch daran liegen, weil wir halt auch nicht so weit von der Hauptinsel weg waren. Ja, weil wir halt nur mit dem Speedboat nur gefahren sind und nicht nochmal mit dem Flugzeug, was ich jetzt mit Max eigentlich ganz froh war. Ja. Genau, also ich war beim Schnorcheln relativ enttäuscht, aber wir haben bei der Schnorcheltour dann Gott sei Dank Delfine gesehen. Was wir bei der Delfin-Tour, die wir auch gebucht haben. Und auch gezahlt. Auch für $150 pro Person. da haben wir keine Delfine gesehen. Und weißt du, in Florida stand ich halt einfach und auf halt meinem einfach Balkon so. Und es kam einfach jeden Morgen und jeden Abend eine riesige Delfinschule vorbei. Und das fand ich halt schade, dass man alles extra gezahlt hatte, auch so Wassersportsachen. Also das Einzige, was mit drin war, war so Kajakfahren, das haben wir auch mal gemacht mit Max. Und Stand-Up-Paddling, aber wenn du halt irgendwie sowas mit, also es gab auch Jetski, Skier, hast halt alles extra gezahlt und das war es uns echt dann nicht mehr wert. Und ich glaube halt in anderen Clubs, wie zum Beispiel Robinson Club, ist das halt einfach inkludiert. Ja, wir waren damals, 2019 waren wir im Robinson Club, noch ohne Kinder und wir hatten da richtig Programme jeden Tag. Eben. Also und wir haben gab, noch einen Tauchschein dann ist halt gemacht. Echt irgendwann langweilig. Und dazu kam, es gab zwar auch einen Kids Club vor Ort, aber ich muss sagen, für das, dass das Hotel so upper class war, war das echt ein... Es kam mir vor, wie in so ein Kids Club im Fitnessstudio, wo so zusammengewürfelt ist der Schrott. So, weißt du, wie ich meine? Und das heißt, wir waren zwar mit Max dort, weil er halt gerne da puzzeln wollte oder gab es diese Tischtennisplätze und wir haben mit ihm Tischtennis gespielt. Aber es war, wo wir mal eine Stunde am Tag mit ihm hin sind. Aber trotzdem war es dann so, dass die halt langsam irgendwann auch das Entertainment für Max ausgegangen ist. Weißt du, am Anfang war das Sandeln, Baden voll cool. Und irgendwann, oder auch, dass wir haben voll ihn also gespielt und am Ende so, war die Medienzeit, muss ich zugeben, relativ hoch. Weil wir konnten nicht mehr. Also weißt du, wenn du ja, so 24-7, da waren ja auch nicht wirklich andere Kinder. Ja. Also ich glaube, es war ein anderes Kind in Maxim Alter und dann aber halt in einer anderen Sprache. Also es war halt dann wirklich irgendwann anstrengend. Ich bin einfach, ich denke mir, als du das jetzt alles erzählst, ich bin einfach nur so traurig, dass wir Florida verkauft haben. Ja, wirklich. Wir ich meine, da waren auch immer... Ich war wirklich wehmütig. Ja. Es war einfach so ein krank schöner Ort. Aber... Magisch einfach. Aber halt die Rinderreise ist halt einfach... Ja, die ist abartig, aber die ist ja auch auf die Malediven abartig. Und ich finde... Es ging, finde ich. Jörg fand das abartig. Ich fand es okay. Also ich finde, ein Flug Florida, das waren 9,5 Stunden und du musstest ja noch umsteigen. Ich fand es schon richtig abartig. Und Malediven ist ja auch 10 Stunden. Ja, hin 9:40, zurück 11. Aber kann ich auch noch gleich was dazu erzählen. Ja, zwischendurch war ich, wie gesagt, froh, dass wir nach 14 Tagen, ich habe mich sehr oft, das hört sich so undankbar an, aber... Nein, ganz ehrlich, guck mal, Malediven... Aber ich habe daran zum Beispiel wieder gemerkt, wie krass ich mein Leben lieb, wie krass ich meinen scheiß Alltag lieb, wie arg,
Also, weil, guck mal, ich war am schönsten Ort der Welt und habe mich trotzdem auf zu Hause gefreut. Aber ich finde es so geil bei den Malediven, weil die Malediven sind ja wirklich krass gehypt. Achso, nee, es läuft. Ich sehe nicht so richtig gut. Sind so krass gehypt als der Ort, wo man mal hin muss. So. Und dann, du fliegst und du siehst aus dem Flieger die Malediven von oben. Das sieht halt schon. Und dann hast du da überall diese Flecken mit diesem Tiefblau teilweise in der Mitte. Diese Farben, Wahnsinn. Also das von oben zu sehen, wirklich, das ist einmalig, das gibt es sonst so nirgends auf der Welt. Aber dann landest du ja und dann siehst du es von da, wo du stehst. Ja, und da siehst du halt auch nur einen Strand. Ich wollte sagen, dir ist schon bewusst, dass du auf einer Island bist, aber so an sich, du siehst ja genauso das Gleiche, das blaue Wasser. Und das blaue Wasser ist nur so türkis, so mittags, aber morgens und abends ist ganz normal blau. Ja. Und der Sand ist schon super weich und so. Aber ich muss sagen, also Malediven hat mich persönlich krass an Tulum erinnert. Also auch Tulum war für mich... da gab es auch diesen krass hellen Sand und auch dieses krass blaue Wasser. Ist auf jeden Fall günstiger als Malediven. Also auch Tulum ist auch nicht mehr so günstig. Also ist okay. Ja, und vor allen Dingen haben die ja so eine krasse Kriminalität. Ja, und Tulum würde ich jetzt nicht mit Max machen tatsächlich. Nee, und Tulum würde ich jetzt gerade aktuell auch nicht mit uns beiden machen. Ich war mit Theresa. Ich hätte schon wenn du schon Sorge. Also Tulum selber da, die an der Straße... Das sind so ganz viele Hotels, ich glaube, da geht's, aber wir sind ja halt voll oft auch in die City Tulum und da war es schon krass. Also ist so dumm, wir sind manchmal nachts im Regen mit dem Fahrrad gefahren. Ja, also jetzt Gute im Nachhinein denke ich mir, bin ich eigentlich bekloppt gewesen. Ja, was ich sagen wollte, also Malediven selber ist aber so teuer. Also ich bin auch Gott froh, dass wir All-Inclusive hatten, weil also zwischen unserem Hotel, ich kann jetzt so unser Hotel sagen, keine Ahnung, wenn wir nicht All-Inclusive mittags hätten, wir halt dann 250 Euro gezahlt, Dollar. Ja, oder wir hatten eine Rechnung von der Minibar noch, so viel, weil wir immer, wir haben, also in der Minibar haben wir halt immer diese Dosen Fanta oder Dosen Cola Zero geholt. Ja, die normalen Dosen, ich glaube 0,3 oder so. Ja. Und dann denkst du ja, so eine Dose kostet, keine Ahnung, 3 oder 4 Euro. Ja, nein. So, bei der Endabrechnung 12,80 Euro eine Dose, also Dollar. Hä? Ich hab dann extra nachgefragt, ich so, stimmt der Preis oder ist da was falsch? Nee, stimmt. Und ich finde es halt, oder auch in diesem Shop. Aber guck mal, ich habe Tampons gebraucht, weil ich hatte meine, also, so, das war ein bisschen doof. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe irgendwie nicht berechnet, dass ich meine Tage, ich dachte, ich kriege die erst wieder zu Hause. Hatte meine Periodenunterwäsche dann nicht dabei und natürlich keine OBs für, also am Pool. Ja. So, und ich musste ja dann OBs kaufen, also. Ja, und was hast du gezahlt? $28? Ich glaube, wie waren es? Zwischen $22 und $25. Ja. Abartig. Aber überleg mal. Aber nicht meine große Packung. Das waren so, weißt du, diese so kleine Reisepackung. Die kleine OB-Reisepackung. Ja. Also mir hat das OB genau bis zum letzten Tag noch gereicht, wo ich dann zu Hause war. Boah. Also ich dachte echt, und ich finde, das steht halt, also ist klar, das muss man dazu sagen, es gibt bei Malediven natürlich auch Hotels, die viel, viel günstiger sind. Also man aber kann auch die Malediven günstig bereisen, weil es gibt auch diese ganzen Inseln, wo auch die Einheimischen wohnen. Ja. Ich habe auch mit einem gesprochen, der die Schnorcheltour mit uns gemacht hat. Der hat mir erzählt, dass auf diesen Inseln, wo die Einheimischen auch wohnen, dass es da super, super billig ist alles. Ja. Aber sehr muslimisch da auch, haben die mir auch erzählt. Ja. Zum Beispiel auch in unserem Hotel war es sehr, sehr muslimisch. Und was ich halt voll unfair finde, die Leute, die dort arbeiten, die kriegen halt nichts. Soll ich euch sagen, $500 im Monat ist, und das ist schon das Maximum, das ist schon wirklich ein Gutverdiener. Ja. Und was ist die Währung dort? MVR. Weiß nicht, was das ist. MVR. Weiß auch nicht. Also sehr umgerechnet, das ist ja für die dann viel, viel mehr, aber. Ja, aber es ist trotzdem bitter. Und ich finde, keine Ahnung, also man kann klar Malediven auch viel, viel günstiger bereisen, aber ich finde, dann geht halt klar das Hotelstandard schon krass runter. Und ich finde, da gibt es halt einfach andere Länder, zum Beispiel Thailand, wo halt du trotzdem für ein kleines Geld einen großen Hotelstandard bekommst. Ja. Und witzigerweise wurde mir damals, als ich dann auf Malediven war, voll viele Reels so vorgeschlagen von Thailand, wo es das blasse Wasser auch so blau war und so. Ich meine, das Wasser kann überall auf der Welt genauso blau sein, wenn halt die Lichteinfälle dementsprechend sind. Also ich fand es schon schön, wie gesagt, zu eben sehen. Aber also weißt du, du hast es jetzt mal gesehen. Ich glaube, du wirst wahrscheinlich nie wieder hingehen. Und es ist schon auch magisch. Genau, also es ist ja schon was Besonderes. Ich weiß noch, wir haben damals dort, also ich hatte schon einen Tauchschein gemacht, Jahre vorher irgendwo in Ägypten. Und dann habe ich dort den Deep Open Water gemacht. Ja. Oder, also da gehst du dann so bis 30, 35 Meter runter. Also ich würde mich jetzt nie trauen, ich habe es schon gesagt, ich würde mich nie trauen zu tauchen. Ich würde mich nicht trauen zu schwimmen. Ich bin doch, wenn ich da oben so rumpaddel. Ja, aber da hast du ja eine Weste an, dir kann ja nichts passieren. Ja, und was juckt dem Hai, ob du eine Weste an hast? Ja, was juckt es den Hai, wenn du tauchst?
da ist eine Flasche dran, die ist voll hart. Ja, und? Und das kann er dich nicht anbeißen, oder was? Boah, ich soll dir mal eine Szene erzählen, da habe ich so Panik gekriegt. Da sind wir da runter und du hast ja diese große Flasche und musst du am Anfang immer so Übungen machen. Du tauchst ab, kniest dich auf den Grund, dann hast du so Blei an, dass du halt unten bleibst, musst das Wasser aus deinem Jacket rauslassen und dann musst du unten einmal deine Maske komplett abnehmen, das Beatmungsding raus und dann musst, das ist halt so eine Panikübung. Und ich denke mir, ja, aber ich bin ja schon unten, ich wäre ja schon am Arsch. Du darfst ja nicht einfach so nach oben schießen, da kannst du ja sterben. Und dann musst du das halt so wiederholen und die Maske ausblasen, so, das habe ich gehasst. Und dann sind wir los und ich war schon so leicht unter Stress, weil schon da unten verschwimmen dann die Farben wieder, du siehst kaum was, weil der Lichteinfall nicht mehr da ist. Alter, und dann bist du da unten, siehst nichts. Ja doch, du siehst dann schon große Fische und die ganzen Mantarochen, so, schon crazy. Und du siehst eben, und das meine ich ja. Ja, aber du siehst ja über dir, ja, das ist ja das Geile. Ja, aber voll viele haben ja geschrieben, ja, du musst zum Beispiel zwischen den Rochen tauchen oder halt schnorcheln gehen oder zwischen den Babyeien. Und ich denke mir so, nein, ich will nicht, dass die mich berühren. Ja doch, das ist schon süß. Diese Augen sich dann teilweise so an der Maske fest. Die machen so. Oh Gottes Willen. Ich habe mich ja nicht mehr getraut, von unserem Beachhaus da rauszuschnorcheln. Ja. Jörg musste ja neben mir sein. Obwohl, ich bin ja ein Hardcore-Schwimmer. Also, ja, aber du hast halt Schiss vor den Viechern da drin. Ich habe vor der Tiefe Angst. Also ich habe zum Beispiel... Vor Megamag. Zum Beispiel da am Riff, wo wir dann einmal schnorcheln waren. Also da, wo ich den Grund sehe, da ist okay für mich. Aber wenn es dann diesen Vorsprung davor runtergeht, geht, wenn es... Hinterm Riff. Ich krieg da Panik. Also ich kann nur Nemo. So schwimmen, aber ich kann eben nicht runtergucken. Da kriege ich irgendwie... Hey, bei mir ist es genau andersrum. Sobald ich nur nach oben gucke und nicht mehr sehe, was um mich rum ist, dann kriege ich Panik. Mm-mm. Und das andere Mal, als ich Panik gekriegt habe, war, ich hatte da diese Flasche auf meinem Rücken und wir sind los und halt immer eine Gruppe. Du hast immer einen Tauchbuddy. Mm-hmm. Und du hast eine bestimmte Sauer... Du hättest Jörg, der wird dann immer so dich so erschrecken. Ja, oh Gott, ciao. Und ich hatte halt meinen Mann neben mir und wir hatten halt so eine gewisse Distanz vor uns. Also das Boot hat uns dann da hinten wieder abgeholt. Und du hast ja eine gewisse Sauerstoffmenge dabei. Und mein Sauerstoff war halt einfach nach der Hälfte schon fast aufgebraucht, weil ich halt so geatmet habe. Weil ich die ganze Zeit dachte, da war so ein Geräusch im Wasser, so ein Surren. Und ich dachte immer, meine Flasche explodiert gleich. Und da habe ich mir vorgestellt, wie dieses Teil da hinten rausgeschossen kommt und ich dann quasi nach hinten wie so ein Luftballon, den man loslässt, wegschießt durchs Wasser, bis ich geschnallt habe, dass dieses Geräusch, dieses komische Surren, das immer lauter wird, Boote sind. Die Ach oben so. Fahren. Das fand Boah. Ich auch total erschreckend mit dem Boot. Wir waren, nur kurz nebenbei, wir hatten da, also mit so einem größeren alten Boot sind wir da rausgefahren. Und die haben uns dann eben rausgelassen am Wasser zum Schnorcheln. Und dann war ich ja weiter weg vom Boot und da war auch Wasser echt schön. Und wenn du Wasser geschluckt hast, ganz mal salzig eben. Und als ich dann zurück zum Boot wollte, kommen die eben näher und man schwimmt halt zu denen und der Motor läuft aber trotzdem. Und ich habe Wasser geschluckt und ich dachte, ich schluck Benzin. War es ein Ölfilm geschluckt. Alter, es war so schlimm und ich dachte mir so, die armen Fische, wirklich, da dachte ich mir, die armen Fische, das ging gar nicht weg danach, dieser Benzingeschmack. Ja, da war bestimmt so ein Ölfilm auf dem Ding. Das und was ja auch richtig krass ist auf den Malediven oder ein krasses Problem geworden ist Sonnencreme. Weil die Menschen alle hast du die Korallenfreundliche dabei? Du bist so ein Vorbild, oh mein Gott. Nein, bin ich tatsächlich leider gar nicht. Ich bin 24 Stunden auf die Malediven geflogen. Ich bin so nachhaltig. Nein, bin ich gar nicht, aber tatsächlich. Das ist gut. Ja, weil wirklich kleine Dinge machen den Unterschied. So sieht's aus. Man muss ja so nicht gleich ganz perfekt sein. Nee, man muss ja nicht gleich nicht auf die Malediven fliegen. Ich bin ja öfters mal mittags spazieren gegangen und das fand ich auch sehr erschreckend, wie viele leere Flaschen da immer angeschwemmt worden sind. Ja, wir waren einmal auf einer Insel in Kuba, die nicht touristisch war. Also wo einfach kein Tourismus normalerweise ist. Da sind wir mit dem Segelboot rangefahren und wo normalerweise halt keine Menschen hinkommen. Da liegt alles am Strand. Du siehst kein Sand mehr, kein einziges Korn. Du läufst über Schulranzen, über Schuhe, über Flaschen, über Autoteile, jede Menge Reifen. Wo kommen so diese ganzen Reifen her? Also es ist wirklich abgefahren. Ich frage mich an sich auf den Malediven, wie die das Ganze machen. Wo kommt das Wasser her? Wo kommt das Abwasser hin? Also weißt du, wenn du... Das Abwasser kommt safe ins Meer. Ja, überleg mal, wie viele Inseln da sind. Aber wie lang muss dann das Rohr... Ist halt kein Wunder, wenn die es dann nur so, keine Ahnung, 50 Meter außerhalb... Also die haben mit Sicherheit... Dass da dann keine Fische mehr sind, muss man sich ja auch nicht wundern. Ja, wobei dieses Abwasser... Wenn da jetzt nicht jede Menge Chemikalien drin sind, weißt du, wenn da ein Filter eingebaut ist, das ist ja organische Stoffe
größtenteils. Ja, aber wenn du zum Beispiel die ganzen Sachen, wo du Putsch und so. Genau, das duschen, meine ich ja mit nicht organischen, ja, Stoffen. Da wird es dann. Jetzt kackern und die haben sich was anderes. Genau. Das machst du auch so mal ins Wasser. Also denke ich mal. Vielleicht. Vielleicht. Anahita geht wieder zum Kacken ins Meer. Also ich bin wirklich ins Meer zum Pipi machen gegangen. Da gab es auch ein Klo auf diesem Boot, aber pfui Teufel. Also, ja. Boah, ich weiß doch. Da gehe ich lieber ins Wasser und lass es kurz laufen. Was die aber, jetzt fällt es mir ein, was die bestimmt haben, ist eine Entsalzungsanlage. Die haben bestimmt, weißt du, die für jetzt Trink, ja. Dusch, nicht Trinkwasser, sondern Duschen. Das und kann ich mir schon vorstellen, ja. Wie heißt das? Entsalzen? Heißt doch nicht so. Ja. Ja, aber zum Beispiel bei Schiffen, also wenn du jetzt auf dem Segelboot unterwegs sind und so, alles, was da an Pipi-Kaka gesammelt wird in so einem Tank, wird auch im, also kannst du, wenn du weit genug draußen bist, darfst du es im Meer ablassen und sonst wird es abgepumpt. Und dann wahrscheinlich wieder im Wohnmobil irgendwo. Ja, genau. Ja, also ich fand's schon, also, ja. Morgen! Ja, genau. Aber die Anreise und die Abreise, weil du vorhin gesagt hast, dass du dir voll schlimm vorstellst. Ja. Also wir hatten ja einen Hinflug, der ging über Nacht, also ja, von Frankfurt. Und der ging auch erst abends 20 Uhr oder 19.40 Uhr. Das heißt, wir sind um 15 Uhr von Stuttgart losgefahren. Das heißt, er hatte die anderthalb Stunden im Auto dann geschlafen, wo wir nach Frankfurt sind. So, dann sind wir, war fit in Frankfurt und war nicht irgendwie quengelig. Dann sind wir ins Flugzeug eingestiegen und dann, wir hatten den Chat-Kids von Stocke dabei, von Olivia, die hat mir den ausgeliehen. Das muss man aber, das schreibt mir immer jeder, das muss man abklären von der Fluggesellschaft, ob man benutzen darf oder nicht. Oder aber ich denke mir so, das ist einfach immer so logisch. Also ja, ich hab tatsächlich nicht abgelegt und ich habe auch nicht gefragt. Nee, ich hab's auch, ich hatte gemacht, den am Flughafen benutzt und ich finde den wirklich praktisch. Ah, ihr könnt euer Spielzeug reintun, also wenn ihr die ganzen Male dünne Matratze habt. Und der Max fand es voll cool, das zu ziehen. Ja, oder drauf und zu sitzen. Drauf zu sitzen, man kann ihn ziehen. Weil wir hatten zum Beispiel keinen Kinderwagen mehr dabei, weil ein Buggy brauchst du jetzt nicht auf den Malediven. Das heißt, krebst dich nur ein. Das war, es war schon praktisch, ihn ab und zu ziehen. Mhm. Und ich hatte meine Babytrage immer noch dabei und habe ihn dann halt auch. Soll denn das eigentlich? Ja, aber tatsächlich, also hinflugs habe ich sie nicht gebraucht, die Babytrage, aber ich erzähle es euch gleich vom Rückflug. Und dann sind wir eben ins Flugzeug eingestiegen. Ich habe den Stock zum Start, musstest du kurz unter den Dings schieben. Und dann habe ich danach aufgebaut und dann kannst du so eine Liegefläche aufbauen. Und dann hatte Max noch ein bisschen iPad geguckt. Also ich hatte Spielsachen dabei und Puzzle und so, aber ehrlich gesagt war ich zu faul, es rauszuholen. Und ganz ehrlich, kam die Frage, wie hast du dein Kind oder was für Spielsachen auf dem Flug? Und ich denke mir so, iPad. Ja, ich habe zu Hause echt viele Apps runtergeladen. Also es gibt auch eine Paw Patrol Spiel, es gibt voll viele Puzzlespiele. Ja. Und denke ich mir, bevor ich so Puzzleteile da dann 100-mal verliere. Ja. Also das Puzzle und... Das ist nur ein Problem mit kleineren Kindern. Was macht man mit denen? Ja, aber als ein Max am Alter, also ich weiß noch, da bin ich, Florida, boah, war richtig das war, Horror. Das war Horror. Genau, und dann Nachtflug und dann irgendwann ist der Max aber eingeschlafen und er hat einfach geschlafen bis zur Landung, also komplett. Nur für Jörg und mich, also wir sind ganz normal Economy geflogen. Also ich konnte dann nachts nicht schlafen, ich bin halt wach geblieben. Das heißt, an dem Tag, wo wir angekommen sind, wir sind morgens um 9 angekommen, war dann auch perfekt für Max und auch Zeitverschiebung war echt easy. Und ich war aber tagsüber und Jörg, ich konnte kaum meine Augen aufhalten. Wir waren so fertig, oh mein Gott. Ja, glaube ich. Also so fertig. Und auf dem Rückflug, da hatten wir leider einen Tagflug. Das heißt, der Flug, der ging um 10 oder 11 los auf den Malediven. Und das war schon anstrengend. Also es war okay in dem Sinne, dass es jetzt nicht, dass er nicht andere Kinder, es war eigentlich anstrengend, weil zum Teil echt andere Kinder echt viel geweint haben, muss ich sagen. Mhm. Also super viel. Max hat so die ersten 2-3 Stunden iPad geguckt. Medienzeit für ein Jahr aufgebraucht. Wirklich? Dann gab es halt. Kann man die Essen sammeln? Kann man die sparen, ja, und dann auf einmal verbrauchen? Dann hat er Mittagsschlaf gemacht, 1,5 Stunden. Boah, kannst du das Flugzeugessen essen? Ich lieb ja Flugzeugessen. Oh, ich krieg's nicht reinlegen. Mir wird schon schlecht, wenn die das vorne in diesen Gängen auspacken. Ich finde das so lecker, oh mein Gott. Und ich anfange das zu riechen, dann wird's mir. Ich halte mir dann isst immer du schon da nie was? Nee. Ich esse immer Flugzeugessen und ich freue mich auch schon drauf. Und ich hatte ja zweimal Max sein Essen nicht gegessen hat.
Aber ich merke es immer, die 2 Tage nach dem Fliegen, dass ich einfach das Flugzeug essen halt gar nicht vertrage, weil ich irgendwie so aufgeschwommen bin und aussehe wie schwanger. Ich muss teilweise noch Tage, nachdem ich aus dem Flugzeug wieder ausgestiegen und ich kriege das Bild von dem Essen wieder in den Kopf, dann wird es mir schon schlecht. Ja. Nee, aber ich habe tatsächlich, das kann man ja angeben, bei mir tatsächlich glutenfrei angegeben und fleischfrei. Und das ist super lecker. Ja, du, weil da kriegst du so Couscous und voll viel frisches Gemüse. Und dann im Gegensatz zu Jörgsheim war meins echt lecker, muss ich sagen. Normalerweise kommt ja immer Chicken or Pasta. Nix. Ja, nee, da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ja, zumindest nach dem Mittagsschlaf von Max, da hatten wir noch so 4 Stunden vor uns. Das Blöde war, der Rückflug ist länger wie der Hinflug. Die waren dann schon anstrengend, weil der Max hatte dann halt wirklich schon rote Augen. Also er konnte einfach nicht mehr länger iPad gucken. Bin dann mit ihm immer wieder vor und zurück den Flur gelaufen. Aber er war dann auch so quengelig. Er wollte einfach nicht mehr. Erzähl mal von dem Kind. Alter. Das war wirklich, ich dachte so. Nimm mal deinen Kaffee so lang. Ich dachte so richtig, sorry, Assi-Eltern. Also A, auf dem Rückflug hat man tatsächlich am Flughafen so viele Menschen gesehen, die so verbrannt waren. Also wirklich so richtige Wunden. Und es hatten mir am Anfang voll viel geschrieben, ich soll aufpassen mit der Sonne. Und ich habe mich tatsächlich jeden Tag mit 50er mehrfach eingecremt und ich lag nie in der Sonne. Also ich habe meinen ersten Urlaub heute nicht einmal Sonnenbrand bekommen. Aber ich habe diese korallenfreundliche 50er Sonnencreme wasserfest benutzt. Ich sah aus wie so ein weißer Film, aber hey. Übrigens, gell, kurzen Moment, klugscheißern. Was? Man muss tatsächlich Kinder alle 2 Stunden nachcremen. Das ist unser Klugscheißer-Moment des Tages. Weil und auch direkt nach dem Wasser abtrocknen, weil die Wasserstropfen reflektieren. Zumindest die Zeit am Ende dann war wirklich anstrengend im Flugzeug. Ach, nee, ich wollte von dem Kind erzählen. Ja. Genau, es waren ganz, ganz viele Menschen, verbrannt. Die wirklich verbrannt waren. Und es war auch ein Kind dabei. Das hatte komplett sein ganzes Gesicht. Also es war so Max im Alter, ein Junge. Komplette Gesicht. Und die Eltern auch halt komplett verbrannt. So mit Brandblasen auf der Schulter. Ja, auf den Schulterbrand. Und das Kind hier alles geschält und komplett wund. Und ich dachte schon, du armes Ding. Ja, nee, ich dachte ehrlich gesagt, okay, sie haben es vielleicht einfach vergessen, den ersten Tag einzucremen. Auch dumm, aber hab's noch kann nicht so richtig. Kann passieren, so. Dann im Flugzeug plötzlich läuft an mir so ein heulendes Kind vorbei und alle gucken halt nur. Bin ich halt aufgestanden, bin dem Kind hinterher und wollte es auf den Arm nehmen, wollte es erst nicht. Habe ich gesagt, alles gut. Und dann ruft nur Mama, Mama, Mama. Habe ich geguckt, weil es ja nicht auf meinen Arm wollte. Auf einmal streckt es die Arme hin, habe ich es auf den Arm genommen. Und der hat so geweint, Mama, Mama, Mama. Und dann habe ich halt gesucht, ob irgendjemand Mama reagiert. Ja. Und ich bin wirklich bis nach ganz hinten zum Flugzeug gelaufen, bis mir so ein Vater entgegenkam, dieser Bodybuilder-Typ. Der verbrannte Bodybuilder. Also das war das Kind mit dem verbrannten Gesicht. Ja, der läuft nur, alles gut. Ich dachte, aber es weint doch und hat Mama geschrien. Ja. Der dachte sich wahrscheinlich, ich habe keinen Bock mehr. Ja, und ich dachte so, das arme Kind, das hat mir so leid getan. Boah. Ja, das hat mir wirklich leid getan. Aber es gab die Verbrannten auf den Malediven und dann gab es die richtig Klugen, die Asiaten. Ach so. Jetzt, wir wissen einfach, warum asiatische Menschen so gut aussehen. Warum haben die alle so eine glatte Haut? Also, weil die einfach nicht in die Sonne gehen, nee. Weil die sich einfach komplett verschleiern. Es waren 90% bei uns im Hotel Asiaten. Die hatten alle beim Baden immer eine Leggings bis unten an, dann Jacken, dann aber das sind diese Burkinis, oder? Nee, es waren so UV-Schutzdinger. Es waren keine Burkinis. Die Männer ja auch und hatten zum Teil so ein langes Top. Die Männer auch? Ja, die Männer auch. Frauen und Männer. Und manche, das hatten nicht alle an, hatten dann zum Teil so Sonnenhüte an, wo man hier auch noch so zuhängen konnte. Ich brauche sowas. Das ist perfekt für meine Pigment. Und sind mit einem Regenschirm auf dem Fahrrad gefahren. Ja, jetzt, da haben wir es. Ja, und das sind bei einer Wassertiefe von 1 Meter mit Schwimmflügeln ins Wasser gegangen. Warum auch immer. Ja, viele Asiaten können nicht schwimmen. Ja, aber wenn ich stehen kann. Ja, wenn die Panik kriegen, keine Ahnung, wenn die hinfallen, wenn die stolpern. Ja. Wenn ich nicht schwimmen könnte und ich gehe auch nur 1 Meter ins Meer, würde ich mir auch Schwimmflügel anziehen. Ich frage mich, wo die kaufen. Gibt Schwimmflügel für Erwachsene? Ja, Max, seine würden dir auch passen. Ne, deinem Bizeps vielleicht nicht, aber... Ich würde die sprengen, wenn ich einmal anspanne. Jetzt zum Rückflug. Also die letzten Stunden waren dann echt schon hart und ich konnte dann noch nicht mehr, sitzen. Und der Max, der war halt echt einfach und dann auch übermüdet, weil bei uns, es ging ja dann so 16, 17, 18 also bei Uhr euch deutsche schon Zeiten. Spät. Bei uns war schon dann 21, 22 Uhr. Das heißt, er wurde auch müde. Und dann ging es zum Landeflug. Das war 18 Uhr, gegen 18 Uhr und dann ist Max eingeschlafen beim Landen quasi. Und dann musstest du ja aufstehen. Ach ja. So, und dann musste ich ihn quasi wecken und dann war er einfach hardcore übermüdet. Dann
dachte ich mir so, ich bin Gott froh, dass ich meine Trage habe, habe ihn je Trage. Und dann hatte ich ihn in der Trage tatsächlich, bis wir halt dann am Auto waren, also mit Koffer und so. Ich habe das erste Mal mein Kreuz wehgetan. Ich habe es auch die nächsten zwei Tage dann noch gespürt. Ich hatte so, wie hier unten, ich hatte solche Schmerzen. Ich konnte mich nicht mal richtig mehr bücken. Also das war dann schon, also jetzt wurde schon langsam schwer, muss ich sagen. Ja, ich habe gestern auch so einen krassen Sprung gemacht. Ja, ich habe gestern den Max durch den Park getragen, warum auch immer. Er wollte von dir getragen werden, anstatt von mir. Weißt du, ich habe gerade mein eigenes Kind, bin ich gerade losgeworden und dann kommt das nächste Arm. Olivia Arm. Fuck. Und der ist echt schwer. Gell? Und danach hatte ich, ich finde jetzt zu Alea gibt es nichts, man merkt schon einen leichten Unterschied, aber dann habe ich die Kaya getragen von der Ale und die ist leicht. Echt? Also das ist ein richtig heftiger Unterschied. Ja, es sind halt nochmal 3-4 Monate, da passiert echt viel. Und der Max hat einfach Beine, der hat einfach eine Beinmuskulatur, der sieht aus wie so ein Mini-Bodybuilder. Der hat so richtig krasse Schultern und dann die Beine, dieser Quadrizeps hier an der Seite, das ist abartig. Aber es war auch der Vastus lateralis. War so krass. Wir sind Fahrrad gefahren und der Max wollte immer rennen. Der ist gerannt von unserer Beachvilla bis zum Restaurant. Also man fährt ungefähr 5 Minuten mit dem Fahrrad erst durchgerannt, ja? Oha, die und kam danach gar nicht dann schaffen. So an. Und er rennt aber auch so. Also ich kann neben ihm, wenn er rennt, normal joggen mittlerweile. Ja, ja ich bin gestern dem Max dann im Park, als der er dann nicht rennt. Mehr. Der ist mit diesem Roller, so, mit ja, dem da. Scooter gefahren von der. Und ich wollte, und ich dachte so, ja, komm, ich habe Wettrennen mit ihm gemacht. Alea saß im Dreirad, das ich geschoben habe, weil Fräulein rennt nicht selbst. Und ich bin ihm hinterher gerannt und habe ich den auf einmal nicht mehr gesehen. Ja. Ich bin gerannt mit diesem Dreirad. Das war so vorne hoch auf den Rückrädern. Ich bin richtig gerannt und ich habe ihn einfach bestimmt 3 Minuten lang nicht mehr gesehen, weil halt so viele Kurven im Park waren. Ja. Und dann hat er irgendwann angehalten, weil da andere Eltern waren und die schon so, ja, wo ist hier die Mutter? Ich dann so zu Max. Alter, weißt du, die eine Mutter da im Park, wo einfach Max den Weg versperrt hat? Hä? Das habe ich auch. Was war da falsch? Wir waren alle zusammen im Park. Alle. Und alle Kinder waren irgendwie unterwegs. Ja, und Max mit ist Laufrad. Vorne. Ja, der fährt immer vor. Ja, und dann war da eine Frau, wir waren noch weiter weg, es waren ungefähr so 100 Meter. Und ich habe schon gesehen, wie eine Frau einen Max einen Weg versperrt. Ja, so blockiert. Da war ich ja noch dankbar, dachte so, ah, okay, cool, nett, dass er nicht wegfährt. Und dann sind wir aber näher gekommen und der Max wollte weiterfahren. Wir waren noch ungefähr 5 Meter entfernt und die versperrte irgendwie. Die ist wie so ein... Wie so ein Ding, ist immer so hin und her, wie so ein Torwart. Wie so ein Hund, weißt du, so ein Schäferhund. Oder der kennst sich du bei dem, drin bei hält. Dem Spiel, wenn man Tischkicker... So, so immer vor dem Ball. So krumm gestochen. Und der Max schon. Der hat so geweint, der ist so erschrocken. Ja, und ich denke mir so, was ist falsch mit auf, der? Also, hör doch auf, da rumzuspringen. Was bist du? Bist du ein Border Collie? Oder? Ja, war witzig. Aber die war irgendwie schräg. Ja, die war komplett komisch. Nee, aber Max, also der hat auch einen Laufstil. Der berührt fast nicht den Boden. Das ist so, wenn du... wenn du ihn nackig rennen siehst mit seinem Popo. Der und rennt halt Bein, nur auf den Zehenspitzen. Der rennt wie, wie man richtig rennt. Ja, es ist so sollte man ja eigentlich rennen. Deshalb ist ja das Rennen in Barfußschuhen so gesund, weil man so nicht mehr auf die Ferse aufkommt. Und dann, wie gesagt, wir waren dann an dem Kinderland, da stand diese Tischtennisplatte. Wir haben noch nie mit ihm Tischtennis gespielt. Er nimmt diesen Schläger und diesen Ball und hat zwar nicht so, also dass der Ball so aufgesucht und nimmt ihn und tut so hin und her und erklärt uns, wie man Spiel spielt, dass man es halt so hin und her rollt quasi. Und ich meine, woher? How? Und konnte das ja auch. Also hat auch immer krass. Den Ball getroffen, wenn der Jörg ihn zurückgespielt hat. Der Max hat da schon, glaube ich, echt auch, was dieses Sportliche angeht. Das ist krank. So eine, ist echt eine Begabung. Abartig. Wenn ich Alea neben Max rennen sehe, ihr würdet euch wegschmeißen. Ihr würdet euch wegschmeißen. Alea rennt nämlich nicht, die läuft nur schnell und zieht einfach nur ihre Beine höher. Die Sportart, ja, wenn du nicht joggen darfst, sondern nur schnell läufst, so sieht es aus. Die zieht einfach nur ihre Knie höher und bewegt sich halt schnell. Und ihre Arme sind schneller als ihre Beine. Das ist so geil. Nee, also der Flug geht, Economy. Und der Jörg hat nur gesagt, ich flieg nie wieder Economy so lang. Ich flieg das nie wieder Jörg, so lang. Pass auf, das sagt der Jörg jedes Mal. Und jedes Mal sieht er dann den Businesspreis. Jedes Mal und denkt sagt sich, er so, guck mal, was Business kostet. Und jedes Mal sagt er, nee. Boah, das ist ja abartig. Aber ganz ehrlich, währenddessen denke ich mir, boah, warum haben wir es uns nicht gegönnt? Und danach denke ich mir, war doch halb so schlimm. Ja, es ist schon, Business ist schon ganz ehrlich, da kannst du den Urlaub, also der Businessflug, der hätte, jetzt zahlen wir halt für 3 Personen, weißt du? Ja. Das, ich glaube, eine Strecke 1.800 Euro. Okay, jetzt judge nicht so viel, weil ich fliege bald Business. Ja, aber alleine. Ja, und ja und? Aber zahlt ihr das? Ja, klar. Ach so, ich dachte. Nein. Ach so. Schön wär's. Ja. Okay, ich judge nicht. Ja, aber es hat mein Mann organisiert.
kann man nichts machen. Ja, muss sich ja lohnen, der Altersunterschied. Ja, gell? Eben, da kommen wir nachher noch dazu. In der nächsten Folge hört ihr, warum das so ist. Ja, ja. Deshalb, und ich habe mich dann aber schon sehr auf zu Hause gefreut und auf Olivia. Ja, für mich waren es einfach nur die blödesten 15 Tage meines Lebens. Ja. Die Alia hat ungefähr jeden Tag gesagt, dass Max kommen soll. Und ich musste ihr halt auch erklären, dass er im Urlaub ist. Und dann hat sie mir gefragt, wo. Und dann haben wir auch teilweise, dann habe ich ihr die Story von dir gezeigt. Mhm. Und dann war sie, weißt du, dann war nicht nur der Max nicht da, sondern sie war dann auch noch enttäuscht, weil sie nicht dabei war. Dann habe ich gesagt, du, das ist gar kein Problem. Das nächste Mal nimmt die Anahita dich mit. Ich verspreche es dir. Easy. Ich glaube, die erklärt Überleg mal, ihr hättet ein zweites Kind dabei gehabt. Das wäre voll cool gewesen. Ja. Was hatten wir noch aufgeschrieben? Was ist noch passiert? Bei mir ist nichts passiert. Zum Thema Flug hatten wir das Aufgabe, habe ich jetzt bei mir ist nur, ich habe Time of my life, ich habe mein bestes Leben mit unserem Au-pair, die ist einfach crazy und sonst arbeite ich jetzt. Genau, wir hatten noch Au-pair aufgeschrieben. Ja, also das ist einfach so ein fleißiger, lieber Mensch, das ist einfach so abartig, also auch wie sie mit den Kindern umgeht, es ist so krass. Ja, also es ist schon krass. Also ich weiß gar nicht, wir haben schon ich weiß nicht, ob das auch die Mentalität ist. Also ich muss sagen, so wie ich es jetzt so wahrnehme, eure ganze Aufgabenteilung und so, muss ich sagen, so könnte ich mir, wenn ich jetzt den Platz hätte, eventuell, also mit extra Zimmer und extra Bad, könnte ich mir es schon auch vorstellen, eventuell, wenn ich ein zweites Kind hätte. Das waren jetzt relativ viele Eventuelles und hättest. Ja, also nee, ich finde es voll cool und das Verrückte ist, sie ist so lieb, aber trotzdem merkt man sie irgendwie. Sie ist wie nicht da. Ja. Also sie ist so fixiert auf die Kinder. Ja. Und auch wenn wir jetzt da sind, sie spielt einfach mit allen Kindern. Ja, sie nimmt einfach alle die Verantwortung für alle Kinder sofort. Es ist so heftig. Ja. Und sonst habe ich jetzt im Januar angefangen, da Ernährungslehre zu unterrichten. Das ist eigentlich ganz cool. Vor allen Dingen, weil ich mein eigenes Gehirn ein bisschen auffrischen konnte mit den ganzen Themen. Das ist echt auch, können wir noch eine Podcast-Folge? Ich würde sagen, ihr könnt mal in die Kommentare oder in die Shownotes reinschreiben, ob ihr eventuell Bock hättet auf so eine Podcast-Folge, wo ich quasi die Olivia interviewe. Oh Gott. Damit sie ein bisschen so klugscheißern kann. Oh, nein, Spaß. Bitte, ich hätte Bock. endlich mal. Also schreibt es gerne in die Kommentare, worauf ihr da Bock hättet. Alles was so euch, zum Thema Ernährung, genau, welche euch da, ob euch das Thema Diäten interessiert, okay, oder proteinreiche Ernährung oder wie nehme ich ab oder wie baue ich Muskeln auf oder was sind Mythen. Ja. Könnt ihr mal gerne reinschreiben, was euch da genau interessieren würde. Sonst vielleicht noch Update Kita. Was gibt's da für ein Update? Weiß nicht, ob es bei dir ein Update gibt. Ach so, also bei mir sind jetzt beide Kinder ja Vollzeit in der Kita seit Januar. Also beide Kinder. Volle Zeit, von morgens bis abend. 7 bis 18 Uhr. Und auch am Wochenende. Ja. Nein, also beide Kinder sind jeden Tag in der Kita. So. Und ich hole sie jetzt wieder ein bisschen früher ab, also meistens so 14 Uhr. Ab und zu gibt es Tage, da hole ich sie erst nach dem Snack, also dann um 15 Uhr ab, aber das eher versuche ich zu vermeiden. Mhm. Und beide Kinder gehen super gerne in die Kita, Gott sei Dank, das nimmt mir so viel. Glaube ich. Also die Alia wartet, also das Einzige, was für Alia sein muss, es muss richtig hell sein. Mhm. Also wenn ich sie schon manchmal früher bringe, wenn ich zum Beispiel jetzt Unterricht habe oder hierher komme, dann fahre ich sie manchmal schon so um 7:45 und da ist noch so ein bisschen dämmerig. Und das feiert sie dann nicht. Sie sagt, nee, es ist noch nicht hell, wir gehen noch nicht. Und sonst ist es aber einfach so mega cool. Goals, also wirklich. Also bei uns ist jetzt tatsächlich endlich wieder seine Bezugsbetreuerin da, seit 2 Tagen. Und bei uns war es jetzt ein Struggle mit dem Kita-Thema seit November jetzt schon, Mitte November. Und er wollte einfach nicht mehr in die Kita gehen. Wir hatten 1-2 Wochen, wo er wirklich da richtig, richtig gebrüllt hat, morgens in der Kita, wo ich dann ihn einfach nicht mehr in die Kita gebracht habe, oder wo ich auch das Gefühl hatte, nee, also ich muss ihn jetzt einfach mitnehmen, und habe es dann mit der Kinderbetreuung Impuls gemacht oder halt mit meiner Schwester oder halt einfach gar nicht. Mittlerweile geht das ja, also bei mir zumindest, ich muss ja nicht irgendwo hin, dass ich ihn einfach mit mir mitnehme, aber es ist natürlich nicht so, man ist nicht wirklich produktiv. Dann hatte ich danach tatsächlich aber eine Phase, wo der Max, wo ich ein bisschen gespielt hat. Ich will nicht sagen, dass er mich manipuliert hat, aber er hat schon ein bisschen ausgespielt, dass er immer gesagt hat, Mama bleiben. Und dass er halt auch wusste, es geht, also ich kann es möglich machen. Und da habe ich es dann schon wieder eingeführt, dass ich ihn schon versuche, regelmäßig in die Kita zu bringen. Und es war auch dann nicht mehr so, dass er dann, und ich habe auch so ein bisschen so meine
Denkweise so verändert, weil ich habe das ja auch auf Instagram geteilt und habe ihn halt dann nicht mehr gefragt, was willst du lieber, Puls oder in die Kita, ja, sondern habe es einfach selber bestimmt, zum Beispiel, dass er dann nur noch Montag bis Donnerstag in die Kita geht und Freitag halt dann einfach nicht, was dann ja auch schon einen Tag weniger ist, und habe das versucht, so ein bisschen seine Kita schmackhaft zu machen. Du darfst in die Kita, ist voll cool und keine Ahnung. Ich würde so gerne auch in die Kita, wenn ich jetzt die Möglichkeit. Und es war dann auch beim Abgeben okay, also er ist nicht freudestrahlend reingerannt, aber er hat es auch nicht mehr geweint. Also er hat bei einer anderen Betreuerin schon auf dem Arm, hat dann aber er hat nie geweint, so wie die Wochen vorher. Und es war dann auch jetzt immer okay, aber wir waren ja auch dann im Dezember echt selten in der Kita, weil wir auch im Urlaub waren, dann waren Weihnachtsferien. Dann waren wir ja jetzt im Januar auch weg, das heißt, da hatte so ein bisschen Break. Ja, hatte eh jetzt eigentlich so ein, zwei Monate so Kita-Break. Und dann letzte Woche war es aber wieder das gleiche Struggle, nachdem wir eben aus dem Urlaub zurückgekommen sind, dass er wirklich nicht in die Kita wollte. Ich habe es mir als Neujahrsvorsatz genommen, dass ich es trotzdem mache. Und es ging auch mit dem Abgeben, ohne dass er geweint hat. Aber es war nicht so, dass ich jetzt gut, also es war kein schönes Gefühl zu gehen, sage ich mal so. Und jetzt seit letzter Woche, Donnerstag, ist seine Bezugsbetreuerin wieder da und sie war den ersten Tag da. Er sieht sie und er war wie, sie hat mir nachher erzählt, Max war wie verliebt die ganze Zeit. Er hat sie einfach nur so angeguckt. Und ich habe ihn abgegeben, er nimmt sie an der Hand und lacht einfach und ist direkt gegangen. Er hat mir nicht mal mehr Tschüss gesagt. Ich so, Max, kriege ich noch einen Kuss? Ja. Und also. Und gibst du Max immer einen Kuss, wenn du gehst? Immer. Boah, das würden meine Mädels nie machen. Doch. Die ignorieren mich immer. Nee. Kamin winkt immer noch so, bye bye. Ich kriege immer einen Kuss und eine Umarmung. Aber sagst du, kriege ich noch einen Kuss? Nee. Also macht er so? Entweder ich sag noch, also wenn ich es kann, kriege ich noch einen Kuss, aber eigentlich gibt er mir immer einen Kuss. Voll süß. Das hätte ich mal auch einführen sollen. Heute war sie aber leider wieder nicht da, weil sie auf der Fortbildung war und Jörg hat ihn ja heute abgegeben und hat mir erzählt, dass. Katastrophe. Ja, dass er nicht da bleiben wollte, dass er nicht mal Schuhe ausziehen wollte. Deshalb, ich bin einfach so dankbar, dass die Bezugsbetreuerin wieder da ist und es quasi daran lag. Weil ich habe mir tatsächlich dann überlegt, die Kita zu wechseln, weil für mich wäre es auf Dauer so nicht gut gewesen. Also da könnte ich die Zeit ohne ihn nicht mal wirklich sinnvoll nutzen, weil ich dauernd in Gedanken bei ihm wäre. Also ich hätte einfach nicht dieses schöne, freie Gefühl, das man ja eigentlich auch dadurch haben sollte. Ja. Und das ist so witzig, was man... wie für einen selber diese Kita auch so Rituale hat. Und dann also nicht zu spät kommen. Ich fahre dann so gestört dorthin, weil ich mir denke, und diese halbe Stunde, es macht gar keinen Unterschied. Aber ich habe so ein schlechtes Gewissen dann, weil ich mir dann immer denke, dass die Alea weiß, wie viel Uhr es ist. Und wenn dann die Ersten anfangen zu klingeln, dass sie dann immer denkt, dass ich komme. Und dann bin ich es nicht. Und dann, jetzt hast du mir erzählt. Ja, andererseits muss man schon auch eigentlich dankbar sein. Also ich bin super zufrieden mit der Kita und die Kita ist wirklich toll, weil ich habe auch schon voll viele Erfahrungsberichte von anderen Eltern bekommen, wo die halt erst gesagt haben, die haben halt andere Kitas und das ist wirklich dann Katastrophe oder man bekommt gar keinen Platz. Also war ich da schon dankbar, aber trotzdem ist halt einfach nicht cool, wenn man nicht das Gefühl hat, das Kind freut sich jeden Tag auf die Kita. Ja. Und ich finde es aber voll krass, dass es bei Max nicht irgendwie an den anderen Kindern liegt, warum er gerne in die Kita geht, wobei er eigentlich andere Kinder liebt. Sondern dass es echt nur an seiner Bezugsbetreuerin liegt. Wir haben einfach nur gesagt, wir sind so dumm, dass wir die Kinder nicht in dieselbe Kita gebracht haben. Wir hätten Time of All Life. Die erste Frage ist Alea? Ja, wenn ich dann, die Alea sagt dann morgens manchmal halt schon, dass sie morgens schon mit Max spielen will. Und dann sage ich, aber der Max ist noch in der Kita. Und dann freut sie sich. Weil sie dann aber dann sage ich, aber er ist halt in einer anderen Kita. Ja, das hätten wir mal machen sollen. Ja, also tatsächlich wäre wahrscheinlich gar keine normalstädtische andere Kita reingekommen. Deshalb hätten Jörg und ich uns das dann überlegt, wenn wir uns das einfach teilen, so eine private Kita. Aber ist jetzt alles Stand gut. Und, nicht so. Und dann können im September kommen auch eher, wie gesagt, ein Kindergarten. Und ich denke mal jetzt im Frühling, Sommer. Ich habe mir eh vorgenommen, mehr mit Max unterwegs zu sein, auch wieder vielleicht meine Eltern mal öfters oder im Sommer auch an Bodensee zu fahren zu meiner Mutter. Ja. Und es einfach auch noch auszunutzen, solange ich nicht in die Schule muss und solange ich eben auch so frei arbeiten kann. Ja. Ja. Was ist diesen Monat nicht so gut gelaufen? Ah, stimmt, wir wollten Fail des Monats. Fail des Monats, ich weiß dein Fail noch. Was ist mein Fail? Weil der Jörg so gut fotografiert. Ach so. Alles war so, es war eigentlich voll süß. Jörg muss ja im Urlaub schon sehr, sehr viel. Ich weiß nicht, warum das bei mir so ist. Ich bin im Urlaub so viel produktiver wie. Also im Urlaub überlege ich mir voll viel Content und mir fällt auch voll viel cooler Content ein. Ich bin in Stuttgart, mir fällt gar nichts ein. Und ich mache eigentlich gar. Also ich drehe mal was.
Zum Beispiel musste Jörg ja dann immer Fotos machen und halt Reels drehen. Und der das betont er auch immer, dass er das gemacht hat. Ja. Und dass er ja deshalb auch mitgearbeitet hat. Ja, dass er ja nicht die Anahita das finanziert nee hätte. Nein. Ja, und das Witzige ist ja, weißt du, das Aufnehmen dauert zwei Minuten. Und die ganze Nachbearbeitung, also es ist halt das, was lang dauert. Ja, schneiden, ja, was weiß ich. Zumindest, was soll ich gerade sagen? Genau, und dann einmal habe ich mit Max halt so am Strand gespielt, abends beim Sonnenuntergang. Einmal kommt er mit der Kamera. Und dachte sich, er hält den Moment fest. Ja, er hält den Moment fest. Das war so. Macht Fotos. Und ich dachte so, wow, was ist mit dir los? Da habe ich schon voll gefreut, weil ich mache so, also ich habe so eine kleine Digicam und ich mache so viele Bilder von Max und Jörg. Also ich habe so viele Bilder von den beiden. Ja. Also auch im Urlaub, weil ich halt, egal wo wir hingehen, ich habe einfach mit dieser kleinen Digicam immer alles festgehalten. Voll schön. Und von Max und mir gibt es eigentlich nie ein Bild. Weil, ja. Also ich sag zu ihm, kannst du bitte ein Bild machen? Ja, und dann sind es halt diese gestellten Insta-Bilder. Genau. So. Ja. Und habe mich schon voll gefreut, dass ich so ein Momentbild habe. Ja. Ja. Willst du mir danach angucken? Keine Speicherkarte drin. Der hat einfach ins Nichts fotografiert, eine halbe Stunde lang. Ja, aber ja, egal. Es war trotzdem schön. Ja. Bei dir war ein ähnlicher Fail des Monats. Es war ein Fast-Fail. Es war wirklich ein Fast-Fail. Ich war bei meinen Eltern, mein Mann war auch dabei am Wochenende und mein Tank war leer vom Auto, wie immer. Der ist immer leer am Wochenende. Zufall. Wartet, dass es dann mal ein Tank ist. Ich muss nur 5 € reintanken. Kein Bock, so lange an der Tankstelle zu stehen. Nein, Quatsch, als ob. Auf jeden Fall waren wir dann bei meinen Eltern und er ist irgendwie nachgekommen. Ich weiß gar nicht, oder er kam von woanders her, es kann auch sein. Und dann war halt mein Tank leer und dann habe ich halt gesagt, ob er mit meinem Auto fahren kann und das noch volltanken soll. Ich fahre mit seinem zurück. Außerdem wollte ich eine halbe Stunde auf der Rückfahrt meine Ruhe haben. Er war irgendwie, ich glaube, er war in München oder so unterwegs. Und dann bin ich halt in sein Auto eingestiegen und das ist ein neues Auto und ich bin das eigentlich vielleicht einmal oder so, ich fahre das eigentlich nie, weil ich fahre halt immer das Auto, wo die Kindersitze drin sind und ich tausche jetzt ja auch nicht die Kindersitze, wenn er nicht da ist. Und dann stand ich halt mit seinem Auto an der Ampel und habe irgendwie im Rückspiegel die ganze Zeit geguckt, ob er schon kommt mit meinem Auto. Also ob, warum das auch immer wichtig wäre, dass er jetzt schon hinter mir ist. Und habe halt gepennt. Und auf einmal hupt hinter mir jemand und ich sehe, die Ampel ist grün und drücke aus Reflex aufs Gas. Und ich habe einfach vergessen, dass ich so eine 720 PS-Schleuder unterm Arsch habe. Und ich habe dieses Auto fast nicht mehr unter Kontrolle gekriegt. Ich bin so erschrocken und es war so schnell, dass auch mein Gehirn nicht richtig mitgearbeitet hat. Ich habe einfach nur eine Hand am Lenkrad gehabt und das Auto war halt kalt. Ja. Und ich habe Vollgas gegeben und dann hat er so ein ach, keine Ahnung, wie das heißt, Launch Control oder irgendwie sowas. Und ist dieses Auto losgeschossen und die Reifen, ich weiß nicht, oder die Lenkung, dadurch, dass sie dann so sensibel ist, bin ich so ins Schlingern gekommen. Und ich bin einfach in Kurven über diese Autobahn, also da ist direkt 120, also das Ampel und direkt danach 120. Also man kann schon raus beschleunigen. Es ist Gott sei Dank gerade. Und ich habe bestimmt 50 Meter gebraucht, bis ich das Auto wieder unter Kontrolle habe. Ich habe dann halt gegengelenkt. Ich bin aber auch den Fuß Alter nicht vom Gaspedal genommen. Ich habe es nicht unter Kontrolle gebracht. Ich habe mich einfach nur nach hinten gedrückt in den Sitz und habe versucht, diesen scheiß Lenkrad festzuhalten. Und ich bin wirklich, währenddessen war ich so ganz ruhig und danach hatte ich, kennst du das, wenn du so einen Adrenalinkick kriegst und die Beine werden so taub und kribbeln, weil ich einfach nur dachte, ich war einfach so weit davon entfernt, dass mein Mann sich instant scheiden lässt, dass ich sein neues Auto einfach nur geradeaus in die Leitplanke reinballer. Boah, ich bin so erschrocken und ich hatte, bis ich zu Hause bin, hatte ich Herzklopfen, weil ich einfach nur dachte, Gott sei Dank war ich erstens alleine und es war kein Auto neben mir, weil ich jetzt so schnell war. Die anderen sind noch hinten gewesen. Wenn neben mir ein Auto gewesen wäre, ich hätte ihn ja weggefegt. Krass. Boah, nie wieder fahre ich mit dem Auto. Oder ich sollte so eine Kindersicherung einbauen. Wäre vielleicht nicht so schlecht. Ja, das dürfte man eigentlich gar nicht verkaufen ohne Rennfahrerzulassung, ohne Witz. Was war denn dein Glücksmoment der Woche? Dass ihr wieder da seid, einfach ohne Witz. Das habe ich gemacht ohne euch. Einfach wie Alea sich hart gefreut hat auf Max. Die sind einfach, die können ja so süß sein. Ja, die können wie der, schon abartig wie der süß Max, sein. Der Alea, wie der also wir erziehen unsere Kinder alles andere als genderneutral. Nee. Wir erziehen in vollen Klischees. Schicklis. Aber ich finde es auch voll schön, dass der Max ein Gentleman wird. Ja, also, oder das so, ist so werden süß sollte. Also, ja, wie er ihr immer hilft und das Fahrrad wieder aufstellt und nur mit dem Teil. Und Alea aber auch daneben einfach wartet und das so richtig. Sie steht einfach daneben, tut nichts. Und nee, und aber will auch nur seine Hilfe. Ja, also ich kann weggehen ja und der Max muss ihr aufhelfen ja und muss ihr Fahrrad wieder hinstellen.
Und der Max macht es dann einfach immer so und läuft wieder weg. So. Ja. Der beachtet sie gar nicht, der guckt sie nicht an oder so. Und die Alea nimmt das auch einfach so hin, das wird nicht weiter kommentiert. Das ist einfach so, das muss so sein. Ja, es ist schon sehr, sehr süß. Nur mit dem Teilen, das haben sie nicht so drauf. Nee. Das muss der Gentleman Max noch üben. Wenn die Alea einen von seinen Handschuhen haben will, no fucking way. Oder wenn der Max verliert. Oh, Max kann gar nicht verlieren. Der Max, das ist so schlimm. Also wirklich, wir haben auch dann im Urlaub immer Wettrennen gemacht, wer als erstes am Restaurant. Man muss ihn gewinnen lassen. Ja. Und kriegt er eine komplett, der kriegt einen Zusammen. Hast du eigentlich schon erlebt? Der kriegt einen Zusammenbruch. Ich habe gestern mit Max halt Wettrennen gemacht. Er auf diesem Scooter, ich mit dem Dreirad mit Alea. Und ich habe ihn halt auch nichts ahnend, bin ich irgendwann mal an ihm vorbeigerannt. Und er schmeißt sich auf den Boden. Nein! Ich bin wieder zurückgelaufen. So, Jörg, das ist so krank. Ja. Jörg kann ja auch 0,0 verlieren. 0,0. Ja. Also ich kann auch schlecht verlieren, aber Jörg kann gar nicht verlieren. Ja. Gar nicht. Aber er gewinnt ja auch meistens. Ich weiß noch, wie der mit meinem Mann im Urlaub immer Schach gespielt hat und sich auch einfach nur gefreut hat, wie ein kleines Kind. Ja, der freut sich wie ein Kind, wenn er gewinnt. Ja. Naja. Ja, Glücksmoment der Woche. Doch, ich habe mich auch einfach sehr, sehr oft zu Hause gefreut. Aber natürlich war auch, was ich tatsächlich schon sehr schön fand an Malediven, so diese krasse Familienzeit, die wir hatten. Ja. Also so die intensive Familienzeit, weil ich finde, das hatten wir bisher nie, weil du so viel Ablenkung hattest in allen anderen. Du warst so am Pool, hast andere Leute beobachtet. Und wir waren halt immer einfach nur zu dritt. Und die Zeit, die war schon krass intensiv und es war auch echt schön. Und ich habe auch in dem Urlaub gemerkt, die Aufgabenteilung ist auch eine ganz andere wie vor einem Jahr. Also vor einem Jahr hing viel mehr an mir irgendwie so kleben. Und jetzt ist schon so, dass, also zum Beispiel Jörg ist halt meistens mit ihm ins Wasser. Und Jörg, also und der Max ist halt auch lieber mit ihm ins Pool, wie mit mir irgendwie. Und er kann jetzt auch viel mehr mit ihm anfangen. Tatsächlich ärgert er an Max richtig viel und manchmal mag das dann Max dann nicht so. Und er weiß ja nicht, wann genug ist. Und ich habe immer Angst, dass es so abfärbt, weißt du, auf den Max, dass so dieses er auch Ärgern. Ja. Weil der Max fängt ja jetzt schon an, sich einfach so sinnlos zu verstecken und ich finde ihn dann nicht und kriege manchmal kurz Panik, weil er sich einfach versteckt hat. Aber woher hat es denn, weißt du? Ja, oder auch dieses nicht locker lassen. Nee. Also wenn dann die Alea zum Beispiel sagt, das gehört uns, also irgendein Spielzeug. Und dann sagt der Max, nee, das gehört nicht uns. Und dann geht's los. Nein, nicht uns. Und keiner hört auf. Ja. Ja, und wir haben noch eine kleine Werbung. Stimmt. Oha, das ist ja schon bald. Ja, die Alex hat heute Morgen abends mit mir gesagt, hat gesagt, Anahita, weißt du eigentlich, wann diesen Monat ist doch euer Podcast? Ich so, ja, guck so. Ist einfach in 2,5 Wochen. Fuck. Also, deshalb. Am 24.02. genau. ist unser Live-Podcast im Traumpalast Leonberg. Also im Kino. Im Kino. Also wir sind quasi in einem richtigen Kinosaal. Es wird Popcorn geben und ihr könnt eine Cola holen und eine Apfelschorle, was auch immer ihr wollt. Und also ihr könnt euch genau das gleiche reinziehen, was wir jetzt gerade hier... Nur in live. Wie cool ist es? Ganz exklusiv. Es wird nicht aufgenommen. Das heißt, alles, was dort auch besprochen wird, es bleibt auch dort. Ja. Wir müssen haben wir noch da ein paar noch Leute Tickets. Unterschreiben lassen? Wir haben noch Tickets, ein paar übrig. Ich glaube, keine Ahnung, 20 Stück oder so. Wir verlinken euch in den Shownotes mal auch den Link dazu. Sonst kriegt ihr den auch. Müsst einfach bei uns, bei unserem Podcast-Instagram-Profil haben wir auch da den Link auch gespeichert. Alles, Und dann könnt ihr euch da noch ein Ticket holen. Könnt auch direkt auf die Traumpalast-Seite gehen. Das kann man sich kaufen wie ein Kinoticket. Ja, stimmt. Auf den Traumpalast könnt ihr auch gehen. Kann man wie ein, also Traumpalast Leonberg, da könnt ihr es wie ein Kinoticket kaufen. Es gibt, wie gesagt, nur noch ein paar Tickets. Die Tickets sind limitiert. Ja, und wir freuen uns auf jeden Fall. Das wird richtig witzig. Ja. Wir sind natürlich auch vorher da. Ja, es wird auch eine Fotowand geben. Das heißt, man kann auch... Können alle zusammen Fotos machen, kurz quatschen und es wird ihr könnt auch mit eurem Partner kommen. Ey, ich fände es so cool, wenn mal endlich ein paar Männer kommen würden. Ja, so cool fände ich es nicht, aber es wäre okay. Nein, ihr könnt auch gerne mit euren Männern kommen, wenn ihr wollt. Hört's euch an. Oder ihr könnt auch wirklich alleine kommen. Auch bei einem letzten Live-Podcast waren super viele alleine da. Und es ist richtig verrückt. Wir haben auch viele dann, also es war jetzt schon unser zweites letzte Mal. Und die waren beim ersten Mal zum Teil alleine da. Und beim zweiten waren die dann zusammen da, wo sich dann kennengelernt haben. Ja, also wenn man noch eine Mama-Freundin sucht genau, in der Umgebung. Also weil die Leute, die ja unseren Podcast hören, die haben sind ja alle eine Community. Wir sind genau. ja alle gleich im Kopf. Das sind alle gleich. Ja. Wann kommt eigentlich das Real mit dem Gehirn? Ja, muss ich jetzt heute eigentlich mal pushen. ja, genau. Also ihr könnt auch alleine kommen. Es kommen dort auf jeden Fall auch Leute alleine. Es kommen auch wirklich echt nur coole Menschen. Ja, also und einfach offen. Also ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Und ja, das war's eigentlich. Das war eine tolle Werbung. Werbung für uns. Beste Werbung. Ja.
Müssen wir das jetzt kennzeichnen? Ihr könnt vielleicht für die Leute, die schon ein Ticket haben, ihr könnt euch könnt auch in die Kommentare reinschreiben, was ihr euch wünschen würde für das Live-Podcast. Was wir bequatschen sollen, welches Thema, welche Fragen. Das müssen wir nochmal ausführlich machen auf Instagram, dass wir da echt so einen Fragebutton machen, dass wir Was ihr gerne exklusiv besprochen werden haben wollt. Was für eine Satzbildung. Ja, okay. Ich glaube, wir hören das lieber auf. Das war wie, ihr habt eine Gästin. Das ist richtig. Gästin. Ja, Gast ist männlich, Gästin ist weiblich. Der Klugscheiß-Moment des Monats. Ich habe noch nie Gästin gehört. Ja, weil man das nicht sagt, weil das halt aber rein richtig Gast. Gegendert wäre es Gästin. Gast und Gästin. Es gibt aber auch so Wörter, die Gast, also die... Weil es so ein... Steht aber, ja... Gästin klingt auch in unseren Ohren ungewohnt, steht aber als feminines Pendant zu Gast im Duden. Im Allgemeinen wird das Wort Gast, Gäste als wird das Wort Gast bzw. Gäste als geschlechtsneutraler Oberbegriff empfunden, Vergleichwort dem Wort Person. Aber du sagst auch nicht Personen. Personen, also, eine Personen. Ja, also es ist so ein neutraler Begriff quasi. Es gibt's, aber ich finde es auch, ich finde es. Ich würde einfach auch Gast sagen. Wir sagen auch immer, liebe Hörer. Wir channern ja noch nicht mal unsere Hörerinnen, die ja zu 90% Rinnen sind, sagen wir trotzdem, liebe Hörer, ich hoffe, ihr fühlt euch alle angesprochen und denkt nicht einfach, die meinen nicht mich. Ich habe mit einer Person gesprochen, ich habe Personen sowohl weiblich, männlich, neutral. Ja, am besten sagt man auch. Halt auch. Ja, und am besten sagt man auch nur Person, weil man kann so viel falsch sagen, weil wer weiß, ob weiblich oder männlich. Personinnen und was ist denn das neutrale? Personen. Okay, keine Ahnung. Klugscheiß-Moment des Monats. Ist failed. Ja. Okay. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Ja, und ihr wollt jetzt alle auf die Malediven. Nee, ihr geht alle nicht, ihr geht alle nach Tulum. Dann treffen wir uns alle in Tulum wieder. Da müssen wir auch noch hin. Vor allem, da gibt's, alter, Tulum ist so cool. Da gibt's frische Mandelmilch. Da gab's halt auch richtig geil. Das Essen hat mir halt auch nicht in dem Hotel geschmeckt tatsächlich. Und in Tulum, da gab's Acai-Bowls, geile Bowls, da gab's die Mandelmilch frisch gepresst aus Mandeln. Da standen die. Ich glaube, deshalb habe ich wahrscheinlich im Urlaub abgenommen. Ich habe zwar wirklich eigentlich jeden Morgen nur French Toast mit Nutella gegessen und abends habe ich Toastbrot mit Nutella gegessen, aber mir das andere Essen nicht geschmeckt hat. Crazy. Ja. Und Pommes habe ich auch viele gegessen, weil die haben auch immer gut Max geschmeckt. Max hat sich bestimmt auch super gesund ernährt. Also zum Frühstück, da gab es immer Weißbrot mit Frischkäse und ein Weißbrot mit Nutella. Mittags gab es dann Pizza, Margherita und abends gab es immer Pommes mit Ketchup. Und natürlich noch ein Ice Cream. Raspberry Sorbet ist ja nur halb so schlimm. Und währenddessen hat er Handy geguckt. Ja. Richtige Vorzeigemutter. So, und damit leiten wir jetzt schon mal über zu der nächsten Folge, die nächsten Freitag rauskommt. Und da geht es dann darüber, was andere Menschen über uns so denken und uns für Kommentare reindrücken. Ja. Das wird richtig witzig. Bis dahin. Ade. Ciao.